Pünktlich um 16 Uhr sind wir vorhin gelandet am Flughafen. Wir sind jetzt hier in unserer Unterkunft, haben vorhin noch eingekauft, Auto voll getankt. Das ist unser Mietwagen. Gerade eben noch mal eine halbe Stunde hierher gefahren, beziehungsweise eine halbe Stunde zum Einkaufen gefahren. Danach noch mal eine halbe Stunde zu unserer Unterkunft hier. Da haben wir so eine richtig schöne kleine Hütte hier. Und da haben wir jetzt gerade eben noch mal die ganzen Koffer ausgepackt. Richten jetzt erstmal unser Zeug, essen noch schnell was, bevor es dann raus aus diesem Nebel hier geht. Wenn wir jetzt gleich hochfahren auf die 2000 Meter, dann haben wir die schöne Sonne und heute Abend dann die Milchstraße. Kann ich mal kurz hier meine Wohnung zeigen. Dann haben wir hier eine schöne kleine Küche. Wasser, was wir gerade eben gekauft haben, ein bisschen was zu essen. Unser Wohnzimmer hier mit einem kleinen Ofen sogar. Und dann werden wir hier schöne zwei Wochen haben auf jeden Fall. Und dann haben wir einmal hier mein Schlafzimmer, einmal hier das komplette Zeug im Koffer, der Rucksack wird noch gleich gepackt. Dann geht's auch gleich los, wir essen noch schnell was, packen unser Zeug. Auf jeden Fall fahren wir hoch zum Gebirge, schauen uns ein, zwei Locations mal an. Irgendwo bei den Teleskopen fotografieren wir die Milchstraße heute Nacht. Wir packen jetzt unsere Sachen und essen noch schnell was und dann geht's ab ins Gebirge. So, ich glaube, nach 10 Minuten sind wir jetzt hier am ersten Spot angekommen. Wir haben hier das Isaac Newton war's, ne? Teleskop angekommen. Und hier blüht alles wunderschön. Perfekter Vordergrund, es sieht einfach mega aus. Und es wird ein bisschen frisch jetzt. Ich glaube, so 14 Grad haben wir, 15 Grad. Und ich habe Gott sei Dank zwei Jacken mit dabei. Aber schaut euch diese Aussicht an hier. Wahnsinn. Das ist echt schön. Dann suchen wir jetzt gleich unseren Fotospot. Richten die Kameras ein. Und dann warten auf die Nacht. Und hoffen, dass das gut wird. Aber ich glaube schon. Und Jakob motiviert. Wir machen das. Wir haben jetzt Tag Nummer 3. Wir sind jetzt gerade wieder hier am Einpacken, bevor es dann gleich wieder losgeht. Und dann werden wir hochfahren Richtung Observatorien. Da werden wir da erstmal ein bisschen eine neue Location scouten. Dann dort die Sonne fotografieren, wie sie untergeht. Danach wieder die Milchstraße, wie immer. Und dann hoffen wir, dass wir heute das gut fotografieren können, denn wir haben ein paar Probleme wegen dem ganzen Staub, der aus der Sahara rüberkommt. Aber das sollte nicht so ein großes Problem sein. Das heißt, die geplanten Aufnahmen, die wir vorhaben, werden wir auf jeden Fall realisieren können. Alles ist hier wieder wunderschön eingepackt. Zwei Stative dabei. Ich glaube insgesamt
So ungefähr 20 Kilo Equipment dabei. Und es ist einfach wunderschön hier. Wir haben Palmen mitten im Nirgendwo. Was heißt, dass wir komplett unsere Ruhe haben, dass wir echt entspannen können, wenn wir nicht fotografieren sind. Diese Tür ist echt kacke. Ist die Tür zu? Schaut so. Sollte zu sein. Oder so. Hey, die Spitze war doch 2,3. Kommt hin, ja. Dass du hier nicht irgendein Loch reinfällst. Ja, echt so. So, wir sind jetzt hier am Fotospot angekommen. Jetzt laufe ich hier mal ein bisschen herum und schaue, ob man da eine coole Location findet für später. Aber das ist hier gerade nicht so einfach. Weil erstens Nationalpark, zweitens geht's hier ziemlich weit nach unten. Wird lustig heute Abend. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal hier einen Vordergrund suchen. Ein paar Fotos planen, weil später, wenn wenn die Sonne untergeht oder wenn es dunkel wird, wird das extrem schwierig. Aber das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Mit diesem Stein bin ich fündig geworden. Und für solche Fälle gibt es auch eine App wie Fotopilz, was man jetzt gerade leider nicht sieht. Da kann man im Prinzip simulieren, wo die Milchstraße stehen wird. Und damit kann man am besten die Fotos planen. Und ich denke, heute Nacht wird hier das erste Foto entstehen. Irgendwo hinter diesem Berg wird mein Zeitraffer stehen. Und ich glaube, es wird eine gute Nacht. Jetzt hier nochmal ein bisschen mich umschauen, ob ich hier vielleicht noch eine Location finde. Noch einen schönen Vordergrund. Aber hier gibt es ja echt jede Menge. Echt schön hier oben. Die Kamera ist eingerichtet. Und jetzt erstmal warten, bis es dunkel wird. Das wird noch ungefähr eine Stunde dauern. Aber wir haben hier eine Wahnsichtsaussicht. Einfach schön. Und dann kann ich euch mal hier zeigen, wie ich mein Foto eingerichtet habe. Einen schönen Vordergrund, den man hier wunderschön noch als Fundelinie mit drauf hat. Hinten hin zu den Bergen. Und hier drüber dann die Milchstraße später. Ich glaube, das wird gut. Und dann immer die Lenscap nochmal oben vorne drauf machen. Wenn man euch fotografiert, nicht, dass da irgendwas passiert. Und dann jetzt warten, bis die Sonne untergeht. Und da hinten sieht man da wunderschön die Sonne. Einfach schön hier. Und dann werde ich mir, auch in der Nacht nachher nochmal diese Büsche hier ein bisschen raussuchen. Auch noch ein paar Steine hier oder von diesen toten Ästen, die auch überall herumliegen, als Vordergrund noch mit einbauen. Und dann werde ich aber pro Bild so, keine Ahnung, halbe Stunde, dreiviertel Stunde brauchen für Vordergrund belichten, eine Milchstraße stacken. Also es wird schon aufwendig, die Fotos. Aber gerade wenn ich dann nachher hier noch ein bisschen hier das irgendwie schön mit auf die Kamera bekomme, könnte das gut werden. Wie gesagt, bis Sonnenuntergang dauert es noch ungefähr 30 Minuten, 20 Minuten. Und dann ist in anderthalb Stunden hier alles dunkel. Und dann geht's los mit dem Fotografieren. An Equipment habe ich relativ wenig dabei. Es ist einmal hier das Roller Rock Solid Beta
Vorne steht noch genau das gleiche, nur die zweite Variante aus 2020. Dann habe ich hier einmal an Objektiven das, hier sieht man es, das Tamron 2470. Dann einmal hier das Nikon 1424, was bisher noch gar nicht in Verwendung war. Dann einmal den Move Shoot Move. Das ist ein Tracker, wo man ganz einfach die Sterne nachführen kann. Vor allem bei Nacht sehr, sehr nützlich. Ein zweiter Kugelkopf. Dann eine Powerbank für die Stromversorgung von der Zeitrafferkamera. Dann einmal hier den Dummy für die Nikon-Kamera. Dann noch den Adapter, damit die Spannung auch richtig ankommt. Dann haben wir hier an Objektiven nochmal ein 35mm 1.8 von Nikon. Und dann habe ich einmal die Nikon Z6, mit der filme ich gerade, inklusive 20mm 1.8. Und dann hier natürlich die Nikon Z7 mit dem Traumobjektiv 14 von Sigma, also 14mm 1.8. Perfekt für die Milchstraße, allerdings erst ab Blende 2.2, 2.5. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Objektiv. Keiner Deal. Wollen wir es heute nochmal komplett hier oben ausnutzen? Können wir, ja. Wenn es schon so windig ist. Aber ich hatte eh noch vorgehabt, mit dem 135er ein paar halt so richtige Deep Sky Bilder zu machen. Sprich, wo ich so eine halbe Stunde oder sowas halt ganz auf ein Objekt drauf halte. Und wenn es halt so windstill jetzt hier perfekt ist, dann könnte ich das heute auch abarbeiten. Ja, können wir, können wir. Und dann, ja, weil dann können wir dann in den nächsten Tagen, wenn es vielleicht wieder windiger ist, dann wieder andere Sachen machen. Wir haben jetzt die letzte Nacht hier auf La Palma. Wir haben die Fotoreise hinter uns gebracht. Wir stehen jetzt gerade hier nochmal am gleichen Fotospot, wie wir schon zweimal gewesen sind, aber diesmal mit weniger Wind. Wir haben gerade nochmal einen Zeitraffer gemacht Richtung Wolken unten. Das war so mein erster Plan für heute. Der nächste Plan ist erstmal ein Zeitraffer auf den Nordhimmel mit dem wunderschönen Nebelmeer, was wir da unten haben. Oder Wolken, besser gesagt. Da haben wir hier wunderschön die Wolken unten stehen. Das ist so der erste Plan für heute. Und dann nimmt die Reise schon sein Ende, weil wir haben die nächsten zwei Tage relativ starke Kalima. Das heißt, der gesamte Staub von der Sahara wird ein bisschen hierher geweht. Wir haben keine gute Sicht auf die Milchstraße, was heißt, dass wir die letzten drei Tage nichts tun werden. Einfach ein bisschen Daten sichern, Bilder sichten. Und dann war es das erstmal von dieser Fotoreise hier.